Heute gibt es Teil 5 von 10 idiotische Situationen, die du kennst, wenn du nähst. Wenn du dir ein neues Stoffsortiersystem ausgedacht hast und es genau 2 Tage hält. Wenn du denkst, noch die eine Naht und dann ist es weit nach Mitternacht. Wenn dein Stofflager aus allen Nähten platzt. Wenn du denkst, nur schnell zuschneiden. Wenn das Schnittmuster bzw. das, was sie draus genäht hat, bei der Bloggerin viel besser aussieht als das, was du draus gemacht hast. Kenne ich auch. Wenn du einen teuren Stoff kaufst und dich nicht traust, ihn zu vernähen. Wenn du an UFOs glaubst. Wenn du dir bei einer Videoanleitung die gleiche Stelle 40 Mal angeschaut hast und es immer noch nicht raffst. Wenn dich ein Nähzimmer mehr reizt als ein Kinderzimmer. Wenn du Kunstleder nähst und der Unterfaden alle ist.